ich auch dann lieber so. Naja, die Stelle hat sich jetzt angeboten für eine Fackel. Hier jetzt nicht so. Hier noch jeweils eine Fackel hin. So. Das ist doch ganz gemütlich geworden. Jetzt sogar annähernd monsterfrei. Bitte spring jetzt nicht dort rein, denn dann kommst du nicht mehr raus. Na gut, schlafen gehen, Bild machen, Schicht machen. Also ein paar Viecher. Wirklich mal gespannt, wie das auf der Weltkarte aussehen wird. Und vor allem, wie sich die Weltkarte verändern wird. Erstmal schlafen gehen. Bei Tageslicht sieht das eh noch mal besser aus. So. Ja. Fehlt aber ein Stück.
So, ups. Wo haben wir es denn? Hier unten hat sich nicht viel getan. Oder mal schauen, wann es sich verändert. Ja, das ist ein Unterschied. Ach so, das ist die Ecke hier und das da ist der Zaun. Der braune, nee, hier, warte, wenn ich mit dem Finger drauf zeige. Hier, die Ecke hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Da, das hier. Ja, wenn ich mit dem Finger auf den Bildschirm zeige, seht ihr gar nichts. Das ist mir jetzt auch irgendwie klar. Ja, jetzt fehlt da oben noch ein bisschen Gras. Ja, wir müssen es eh nochmal machen. Oh, passt komplett drauf. Ich bin begeistert. Nee, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Der Lehm kriegt hier eine andere Farbe. Oh je, da müssen wir den ganzen Flughafen nochmal neu machen. Wir müssen eh mal alle Karten upgraden. So, jetzt gucken wir es uns auf der Weltkarte an. Komm, gehst du runter? Achso, du standest da drauf. Ja, man erkennt das Flugzeug gut auf der Karte. Ja, das Braun, das stört mich jetzt schon so ein bisschen. Wenn wir irgendwann mal ganz viel Langeweile haben, ersetzen wir das wirklich durch hier. Beton. Ist ein schönes Stück hier auch noch wieder dazu gekommen. Sie wächst, die Stadt. Wobei Stadt ist mehr hier. Das ist Stadt, das ist Pyramidengarten. Und das hier oben ist jetzt Flughafen. Aber da wird die Stadt auch noch weitergehen. Jetzt haben wir noch ein paar Punkte in der Stadt, die noch frei sind. Das wäre auch so für kleinere Sachen vielleicht mal. Aber nicht mehr dieses Jahr. Mein Jahr. Mein dieses Jahr, nicht euer dieses Jahr. Dieses Jahr kommt noch der Turm aufräumen für mich. Also für mich mein dieses... Wenn ich dieses Jahr mein sage, meine ich letztes Jahr für euch. Andererseits, hier sehen sie gar nicht so. Ach ja, und die Blumen stellen wir auch noch hin.
Es ist schon ein tolles Gebäude geworden. Auch das Dach gefällt mir. Es hat ja so ein bisschen Struktur bekommen, so ein bisschen wellig. Es sind keine ganz glatten Wände. Und dann hier oben diese einfache, ich sag mal, Betonkanzel hier. So. Damit sind wir für heute am Ende. Aber nächstes Mal geht es auch schon gleich wieder weiter. Tschüss. So, Hallöchen. Und da bin ich auch schon wieder. Oder vielmehr sind wir wieder. Und ich habe eine tolle Idee für den Turm. Der wird genial. Ich verspreche es euch. Das ist mir vorhin so beim Rendern eingefallen, wie wir das machen. Und ich bin begeistert. Ich kann es kaum erwarten, jetzt damit anzufangen. Deshalb habe ich das Rendern auch gelassen und bin gleich wieder zur Aufnahme gegangen. Nee, das wird toll. Erstmal brauchen wir natürlich Platz für so einen Turm außerhalb der Mauer, weil innerhalb der Mauer bringt es nicht viel. Jetzt bin ich froh, dass ich hier oben den Weg habe. Dadurch geht es ein bisschen schneller. Man glaubt nicht, dass hier unten drunter schon ein Weg ist. Gut, jetzt brauchen wir erstmal ein plattes Plätzchen. Platt. Perfekt. Naja, perfekt ist anders. Vor allem, wenn man auf der Höhe guckt. Aber das ist schnell planiert hier. Ist ein bisschen weit vorne, aber das geht noch. Da machen wir eine kleine Kurve in die Brücke. Das passt schon. So. Jetzt planieren wir erstmal. Der wollte nicht. Bräuchte ich jetzt noch Dreck, um das da aufzuschütten. Will das ungern mit Sand aufschütten. Oder mit Kies. Und zur Not nehmen wir Stein. So. Ich glaube, ganz so breit braucht das auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine quadratische Fläche, auf der wir dann einen runden Turm setzen. Sowas. Wenn ich genau weiß, was ich will, wenn ich den Bauplan quasi im Kopf habe, wenn ich im Kopf jetzt schon sehe, wie es fertig aussehen soll. Es wird übrigens dunkel, glaube ich. Oh, nicht schlecht, dann können wir Dreck holen. Den Sand werden wir hier in der Ecke wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Den können wir jetzt eigentlich schon mal in den Schacht werfen. Ist ja sowieso jetzt das letzte Projekt, wenn man das Blumensetzen mal nicht mitzählt. So, schnell nochmal alles einsammeln. Vergesst das, was ich gestern gesagt habe über den einfachen Turm. Und folgt mir zu einem der besten und schönsten Türme, die es je in dieser Welt gegeben hat. Ich weiß, das sage ich jedes Mal. Ich meine, ist das nicht auch der Sinn von Minecraft, sich mit jedem neuen Objekt selbst zu übertreffen? Also immer noch besser, noch höher, noch gewaltiger, noch gewagter. Dich brauche ich hier auch nicht. Obwohl, doch, wenn ich wirklich noch vorhabe, das durch Zement zu ersetzen, dann brauche ich dich. Gut, das ist nicht gerade viel. Oh, dann nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Wollte auch schon mal ein bisschen anfangen. Zumindest den Grundradius vorzeichnen. So, jetzt soll der Turm natürlich nicht direkt hier an der Kante stehen. Das heißt, wir gehen erstmal so 10 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann fängt er hier an.
Ja, und wenn ich hier schon planiere, dann planiere ich richtig. Also jetzt nicht nur, wo der Turm ist, sondern gleich die ganze Kuhle hier, dass die mal wegkommt. Dreck können wir uns ja noch genug holen und den Rest machen wir mit Sand. Ah, nein, machen wir nicht mit Sand. Hör auf, sowas zu sagen. So. Ich verbiete dir hier Sand zum Planieren zu benutzen. So. Ah, gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Grundriss wird jetzt erstmal richtig groß, aber der Turm wird später dann nicht die volle Größe haben, also Breite. Aber wartet's einfach ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stein zum Planieren verwenden. 1, 2 und jetzt kommen 3 Einer. Ah, da ist ja endlich meine Elder Scrolls Mail angekommen. Nee, ich hatte heute Spaß. Ich habe über den Buschfunk erfahren. Schön, dass man es nicht offiziell irgendwie erfährt, dass AOL jetzt endgültig zerschlagen ist und eingestellt wird. Auch der Messenger-Dienst, also E-Mail, Kurznachrichten etc. Und jetzt habe ich im Blitzangriff alles auf Google Mail umgestellt. Das macht natürlich tierisch Spaß. Aus. Einigermaßen. Ne, der Grund ist, das Gedöns hier drin können wir eigentlich stehen lassen. Das wird uns nicht stören. So. Aber die Lücken hier, die stören natürlich. Naja, dann holen wir mal eine Karre Dreck. Man, wir müssen jetzt ja nicht ordentlich arbeiten, wir nehmen es jetzt einfach irgendwo hinweg. Haben wir das zugemauert gehabt? Seriously? Wirklich? Müssen wir jetzt natürlich alles hier so ein bisschen ausfackeln. Ja, natürlich können wir auch Stein nehmen. Ich werde mal kurz mir mal das hier angucken. Alles.
Sieht so aus. Dann kann sich das nämlich auch mal auflösen.